Vita Mortis. Los, geht klar. Okay, ich kann noch mehr befreien. Fragt, wenn es das ist, was ihr wollt. Sind das noch mehr Liches? Richtig, die Schlacht hat uns lange warten lassen. Gift, na doch, ich werde nicht wieder Sklave sein. Was, warte, wir müssen das nicht tun. Die lebenden Toten müssen ausgemerzt werden. Ich kämpfe für meinen Platz an der Seite Gifts. Ach, ein Gift. Freunden werdet ihr nichts tun. Ein Gift mit einem hübschen Speer und einer verbesserten Hast. So, und den kriegst du. Was haben wir noch hier? Nishru beschwören und Zauber zurückwerfen. So, das klappt ja alles ganz gut. Ja, okay, Schwierigkeitsgrad stimmt. Das hat mich nur gerade gewundert, dass alles, alle Zauber erfolgreich sind. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. So. Wer seid ihr? Da. Ich würde, ihr habt euren Verstand verloren. Alles in Ordnung? Ah. Oh, nur den Drow. Okay. Au. Wurde aber auch Zeit. Ja? Folgten keine große Herausforderung. Okay. Jetzt habe ich nur noch eine Facette, aber erstens habe ich ein Level Up. Für Theresa. Ich warte. Was ich sehr gut finde. Priesterzauber der Stufe 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Zwei Trefferpunkte, ein Sagenkunde. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann Buch. Ja, Stufe 1 habe ich schon ziemlich viel. Stufe 2. Person festhalten, das könnte ich auch mal benutzen. Na, Macht habe ich vergessen zu sprechen. Noch ein Fluch brechen für alle Fälle. Wobei, Fluchbrüche kriege ich ja nicht so oft. Also doch lieber sowas. Stufe 4 könnte ich noch eine Verteidigungskoordination brauchen. Da habe ich nämlich zwei. So eine Lanze. Gerechte Magie, das hätte ich auch noch benutzen können. Noch eine Superheilung. Stufe 7. Ja, habe ich gerade nichts. Gut. Ja. Was möchtet ihr? Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ja? Ich habe nichts Böses gesagt, das schwöre ich. Bitte hört auf und... Ihr seid diejenigen, ihr seid von dem Licht. Ich habe eure Farben zuvor noch nie gesehen. Bitte sagt mir, dass ihr Gutes beabsichtigt. Ich bin wahrlich demütig und will einfach nur nach Hause. Nun bleibt mal locker, Jüngling. Wenn ihr Bad Glenn Tacklefoot seid, dann bin ich hier, um euch zu retten. Vater hat euch geschickt. Da sitze ich hier schon mindestens ein paar Tage fest. Ich habe von solch dunkler Magie gehört, aber nicht geglaubt, dass ich sie je zu Gesicht bekommen würde. Ich muss schnell zu ihm laufen und ihm sagen, dass es mir gut geht. Ich werde ihm auch sagen, dass ihr mich gerettet habt. Er wird sehr dankbar sein, ich bin mir sicher. Fragt nur. Okay, es sind immer noch zwei Facetten.
Was haben wir hier? Der verrückte Arganlo. Visionen, noch mehr hingespinst in meiner Gedankenwelt. Ha, ich verleugne euch. Ich weiß, wofür ich bleibe. Noch mehr Gestalten, die in meinem Kopf herumschleichen. Was soll's? Ich habe so viel gesehen in all der Zeit. Ich verfluche mein regungsloses Gehirn für seine Struktur. Wer oder was auch immer ihr seid, ich verdamme euch. Ich werde kein Slave von Phantomen sein. Ich weiß, wofür ich existiere. Wie lange werdet ihr schon gefangen gehalten? Warum fragt mein eigener Verstand nach der Länge seines Aufenthalts? Zermartere ich mich jetzt selbst? Ich bin gefangen und das ist nichts als eine Wahnvorstellung, ein Traum. Zurück in euer Versteck in meinem Kopf. Zurück, ich werde diese Dinge keinen Glauben schenken. Zwingt mich nicht, euch weh zu tun. Ich möchte euch doch nur helfen. Zurück, eure Worte sind die meinigen. Ich sehe nichts als mehr als Illusion der Freiheit. Zurück, ich zwinge euch. Eure Stunde wird noch kommen. Horm ruft euch zu sich. Der hat ein schönes Schwert. Keine große Herausforderung. Ist auch noch ein Bastardschwert. Oh, eine Erde im Winter beschwören Schriftrolle. Ja, den Speer und das Bastardschwert kann ich beides leider gerade nicht identifizieren. Aber wir sollten eh demnächst rasten. Okay, es ist bei einem Zauber fehlgeschlagen. Ich war nun gut. So, das müsste jetzt die letzte Facette sein, die wir benutzen können. Was haben wir diesmal? Gond aus Riativa. Und ich werde mich nicht ergeben, ihr könnt niemals was? Wer seid ihr, Leute? Ich stand mit meinen Leuten an der Gruppe Dor gegenüber und... Ich will eure Absichten wissen. Wo ist die Gruppe, mit der ich unterwegs war? Sprecht. Ich kann nicht für eure Begleiter sprechen. Ich habe euch hier nur gefangen vorgefunden. Eure Gefangenschaft lässt euch wohl überall Feinde sehen. Ich werde euch nichts tun. Zweifellos sind sie weitergezogen, nachdem es so dumm war, euch schnappen zu lassen. Ich werde nicht antworten. Ihr schuldet mir Respekt, weil ich euch aus der Verzauberung gelöst habe. Nehmen wir mal die 1. Ich war gefangen. Oh, verdammt, diese verfluchten Dwarf und seine Zaubersprüche müssen mich erwischt haben. Also dieser verfluchte Dwarf. Ich dachte, sie sehen für einen Gegner viel zu arglos aus. Eine raffinierte Bande, diese Dwarf. Sehr gerissen, meinen Trupp in Magie aufzuspalten. Ich hoffe, meinen Kameraden ist es besser ergangen als mir. Soll ich jetzt gegen euch kämpfen oder nicht? Ich kann nicht lange dem Zauber erlegen gewesen sein, denn mein Verstand ist klar und ich weiß, dass gute Taten niemals umsonst sind. Sagt mir, was ihr wollt. Ich habe euch nicht freigelassen, um gegen euch zu kämpfen. Ihr seid frei und könnt gehen, wohin ihr wollt. Wenn ihr nicht einen anderen Turmfall einschlagt, ist es kaum zu vermeiden, dass wir uns prügeln. Andernfalls könnt ihr gehen. Ich habe die Absicht, so viel Nutzen aus eurer Gefangenschaft zu ziehen wie möglich. Ich habe nichts Besseres zu tun, wir können auch kämpfen, nehme ich dir eins. Nun, das ist eine Antwort, die mich überrascht. Ich hatte nicht erwartet, in diesen Gängen auf freundliche Wesen zu treffen. Nehmt euch hier unten in Acht, eure Barmherzigkeit wird bei den Bewohnern hier wenig Beifall finden, wie ihr bestimmt wisst. Hier lauern Gefahren für jeden, ganz gleich, wie lange man schon hier ist. Ich mache mir Sorgen um meine Sicherheit, doch ich bin sicher, dass ich mit allem, was mir bevorsteht, schon klarkommen werde. Ich kenne meinen Weg, ich bin nicht in Gefahr. Nehmen wir mal die 1. Wissen ist der Schlüssel zur Sicherheit. Ich habe das schnell begriffen. Oh ja. In östlicher Richtung werdet ihr auf eine Gruppe Kuatotaons treffen, die eine Brücke bewachen. Ein widerlicher Pack ist das. Darüber hinaus gibt es im Norden die Tore zu einer Drow-Stadt. In der Nähe dort wurde ich von einem Kriegertrupp der Drow überfallen. Ich kam gerade mit dem Leben davon. Ich rate euch dringend zur Vorsicht, wenn ihr dieses Gebiet ziehen wollt. Ich muss mir einen Weg nach draußen suchen, um festzustellen, was mit meiner eigenen Gruppe passiert ist. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, die Opfer des magischen Kerkers. Ah. Jetzt sogar ein Leichnam. Der Kristall ist offenbar der Aufbewahrungsort zahlreicher gefährlicher Wesen, und zwar in ansteigender Reihenfolge. Falls ich es wagen sollte, weitere Wesen freizulassen, sollte ich äußerst vorsichtig sein. Ich sollte das von unten nach oben oder so lesen.
Ich habe einen Mann aus einem seltsamen Fall befreit, einen magischen Kristall, der Leute einkerkert. Offensichtlich war er während seines Aufenthalts in dem Kristall bei vollem Bewusstsein und ist deswegen ziemlich übergeschnappt. Er dürfte ziemlich lange in seinem Gefängnis gewesen sein. Jo. Ich habe einen weiteren Verrückten aus dem magischen Kristall befreit, den ich gefunden habe. Der Kerl hat unzusammenhängendes Zeug gefaselt und versucht mich anzugreifen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, man hätte ihn heilen können. Doch leider hat er mir keine Gelegenheit gegeben, es herauszufinden. Erneut habe ich ein Wesen aus dem magischen Kristall befreit, den ich gefunden habe. Dieses Wesen hatte sich jedoch nur Zeit für ein paar Worte genommen, bevor es mich angegriffen hat. Offenbar wollte es sich für seine lange Gefangenschaft rächen, indem es das erstbeste Wesen nach seiner Freilassung angriff. Dummerweise war das ich. Falls noch mehr Wesen in diesem Kristall eingesperrt sind, hoffe ich doch, dass sie ein wenig vernünftiger reagieren. Jetzt sogar ein Leichnam. Der Kristall ist offenbar der Aufbewahrungsort zahlreicher gefährlicher Wesen, und zwar in ansteigender Reihenfolge. Falls ich es wagen sollte, weitere Wesen freizulassen, sollte ich äußerst vorsichtig sein. Ich habe eine weitere Person aus dem Kristall befreit. Diese Person war glücklicherweise bei Verstand und wollte mich auch nicht gleich angreifen. Der Mann hat mir erklärt, dass er zu einer Abenteurergruppe gehörte und eingekerkert wurde, während er gegen eine Gruppe von Drow kämpfte. Er hat keine Ahnung, wo seine Gefährten jetzt sind, hat sich aber auf den Weg gemacht, um sie zu suchen. Glücklicherweise wusste er ein wenig über die Gegend hier Bescheid und hat sein Wissen mit mir geteilt. Östlich von hier befindet sich eine Brücke, die von Kuotaos bewacht wird. Im Norden befindet sich eine Stadt der Drow. Ja, Opfer des Kerkers, dessen Würfel bin Sohn. Ich habe den Sohn von Terndl Deggelduft befreit. Offenbar hatte er eine Gruppe Drow verärgert und wurde von dieser in den Kristall, die ich gefunden habe, eingekerkert. Er ist zu seinem Dorf zurückgekehrt, um seinen Vater von seiner Rettung zu erzählen. Ja, was immer ihr wünscht. Ich könnte jetzt ins Dorf gehen wegen des Buches. Ich könnte aber auch hier im Schutze des Zeltes rasten. Ich hoffe mal, unser Kumpel da unten kommt gut klar. Ja, der Aderlasser. Fähigkeit verursacht bei jedem Treffer 2 zusätzliche Schadenspunkte je Runde, bis 10 Schadenspunkte verursacht wurden. Okay. Der verfluchte Wendespiel. Der Träger alleine 3 Schadenspunkte. Ja, nee, nicht so prickelnd. Und den Mond kriegt ja auch lieber. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Stabstreitkolben. Weil mit Speer kann sie, glaube ich, nicht umgehen. Nö, nee, nicht wirklich. Gut, dann gucken wir uns jetzt erstmal die Höhlen hier und hier an, bevor wir uns wieder mit den Swivelbins unterhalten. Oder Swivelblins, ich bin den Tiefen genommen. Ich versuche gar nicht, die Eigennamen auszusprechen. Ich soll es nicht mehr ver... Tach! Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Erwischt! Gut, merke, das ist der Betrachter-Dungeon gewesen. Oder das Betrachterheim, besser gesagt. Kann ich mir eigentlich den Namen hier angucken? Nö. Ihr müsst eure. Dann wird das hier das noch Schlimmere sein. Ja. Gut. Schön.
Wir sind im Gedankenschinder-Dungeon gelandet. Nein, danke.